Ich habe mir einfach mal Gedanken gemacht, wie denn die Arbeits- und Lebensbedingungen von Lkw-Fahrern sind, die man ja immer wieder auf der Autobahnen gesehen hat. Und da habe ich mir gedacht, das schaue ich mir doch jetzt einfach mal selber an und habe dann 2006 damals einen Lkw genommen, 40 Tonnen, und bin dann eine Woche plus das Wochenende in Deutschland unterwegs gewesen, habe also übernachtet im Lkw, an Rasthöfen, an Parkplätzen. Habe die soziale Isolation empfunden und auch vor allem die Langeweile, wo ich dann vom Fahrverbot, also Samstagabend 22 Uhr bis Sonntagabend 22 Uhr auf dem Rasthof rumgehängt bin. Und da sind mir natürlich viele, viele Ideen gekommen, wo man sagen konnte, dass man einfach diese Arbeits- und Lebensbedingungen deutlich verbessern kann. Und dann sind wir Step für Step vorangegangen und haben dann Maßnahme für Maßnahme umgesetzt und untersucht, bewertet und wissenschaftliche Nachweise gebracht. Also die sind eigentlich hauptsächlich zwei Dinge. Das ist einmal die Monotonie, die Langeweile. Bei vielen zweispurigen Autobahnen ist Überholverbot für Lkw-Fahrer. Das heißt, also sie fahren 50, 60 Kilometer teilweise nur einer Plane hinterher, haben keinerlei visuelle praktisch Abwechslung und Anreiz. Das ist das eine. Und das zweite, dieses permanente Sitzen. Wenn sie im Büro arbeiten, können sie mal aufstehen, können laufen mal zum Drucker, gehen mal an den Kopierer oder so. Aber das kann der Lkw-Fahrer nicht, der sitzt. Und dieses unglaublich lange Sitzen, das führt natürlich dazu, dass man gewisse gesundheitliche Probleme bekommt. Der ganzheitliche Ansatz sieht einfach so aus, dass ich mir unterschieden habe zwischen tiefschlaffördernde Maßnahmen und vitalisierende Maßnahmen. Tiefschlaffördernd war einfach, wir haben untersucht, ist überhaupt erholsamer Schlaf in so einem Lkw möglich? Was gehört zu einem erholsamen Schlaf? Und da gehört einfach ein längeres und ein breiteres Bett dazu, es gehört eine bessere Lärmdämmung dazu, es gehört ein Frischluftmanagement dazu. Und das ist die Grundvoraussetzung. Und das gilt eigentlich für jeden, dass sie einen erholsamen Schlaf haben, um praktisch am anderen Tag leistungsfähig zu sein. Um überhaupt einmal die Möglichkeit haben, ihr vorhandenes Leistungsvermögen abrufen zu können. Das ist das eine. Und dann natürlich diese vitalisierenden Maßnahmen, die wir dann entwickelt und untersucht haben, das war einfach der Kampf gegen diese Monotonie. Monotonie ist, führt einfach über eine Vigilanzminderung, also eine Aufmerksamkeitsverminderung, es wird ihnen langweilig, führt zu Müdigkeit. Und da gibt es Möglichkeiten, die wir also im Top-Vertrag umgesetzt haben, um diese Monotonie aufzubrechen.